Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Lisa und zeige euch heute einen aktuell beliebten IKEA-Hack, und zwar die Pilzlampe. Das benötigte Material habe ich euch jetzt hier mal notiert und natürlich auch unten im Text verlinkt. Kleiner Tipp, kauft die Sachen unbedingt vor Ort im Laden, dann ist das nämlich viel günstiger. Wer die Pilzlampe vielleicht schon auf Social Media gesehen hat, der weiß, meistens sind die jetzt eher dezent oder im Steinlook oder mit Pastelltönen gehalten. Ich musste da aber jetzt irgendwie sofort bei diesen Pilzen an die Super Mario Spiele denken. Ja, ich bin eine Jungsmama und mein Kleiner ist 11 und wünscht sich schon seit längerem eine neue Lichtlampe und da war das jetzt ideal, so ein Super Mario Fliegenpilz. Als erstes nehmt ihr euch eine Klebefolie, ein Etikettenpapier oder eine Vinylplotterfolie und stanzt da Kreise aus. Wer keinen Kreisstanzer hat, der benutzt eine Schere und arbeitet da einfach sehr sorgfältig, dass die Kreise möglichst perfekt rund werden. 6 Stück habe ich jetzt für die Glasschüssel benötigt, aber da könnt ihr ganz individuell arbeiten. Hängt natürlich auch so ein bisschen von der Größe der Kreise ab. Meine waren jetzt 4 cm groß. Die Kreise klebt ihr nun innen in die Schüssel. Achtet darauf, dass ihr sie gut verteilt und vor allem schön fest andrückt, damit später keine Sprühfarbe unter die Ränder läuft. Das wäre nämlich ärgerlich. So, die 6 Kreise sind jetzt alle in der Schüssel fixiert und damit ihr beim Sprühen nicht versehentlich auch nach außen die äußeren Teil der Schale besprüht, klebe ich jetzt oben den Rand noch mit ein bisschen Kreppband ab. Dann besprühe ich die Schale von innen mit rotem Sprühlack. Achtet darauf, dass ihr eine schöne gleichmäßige Schicht auftragt. Immer schön rund im Kreis arbeiten mit dem richtigen Sprühabstand, damit es keine Triller gibt. Und nicht zu dick. Also eine durchgängige Schicht reicht da völlig. So, die Farbe ist jetzt innen schön trocken. Ihr seht aber, dass die weißen Kreise jetzt auch von außen nicht mehr so perfekt weiß sind. Ich glaube, mit einer weißen Vinylfolie wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Dann könnte man vielleicht jetzt auch einfach hier aufhören und den Deckel fertig benutzen. Ich finde aber auch, das Rot braucht noch so ein bisschen mehr Kräftigung. Ich gehe jetzt also hin und ziehe von innen wieder die Aufkleber ab. Je nachdem, was ihr da verwendet, kann das so ein bisschen friemelig sein, arbeitet da aber trotzdem sehr sorgfältig, damit die Kreise nachher schön gleichmäßig und gut sichtbar sind.
Und dann besprüht ihr die Schale noch einmal von innen mit weißem Sprühlack. Dann kommen jetzt die transparenten Kreise so richtig schön weiß zur Geltung und auch das Rot wird noch mal intensiver, weil wir innen noch mal so eine abdeckende Schicht auftragen. Auch hier wieder gleichmäßig arbeiten, eine dünne gleichmäßige Schicht einmal rundherum und dann gut trocknen lassen. Als nächstes benötigen wir die Glaskaraffe. Auch da kleben wir jetzt oben den Rand einmal rundherum ab, denn auch die wird von innen besprüht. Allerdings jetzt nur mit einer weißen Schicht. Beim Besprühen jetzt gut darauf achten, dass ihr zwar gleichmäßig arbeitet, aber möglichst wenig von der weißen Sprühfarbe auftragt, denn das Licht soll da ja nachher noch gut durchscheinen, es darf also nicht zu deckend sein. Und dann können wir die Lampe auch schon zusammenbauen. Stellt die Glaskaraffe hin und als nächstes benötigt ihr das Nachtlicht. Das kommt mit dem Gesicht nach unten in die Karaffe und passt da wunderbar hinein. Und jetzt brauchen wir nur noch den Lampenschirm, unseren Pilzkopf. Den legen wir mittig oben auf. Bitte nicht festkleben, sonst kommt ihr nicht mehr an die Batterien zum Wechseln. Und dann einfach nur drücken fürs An- und Ausmachen. Das Nachtlicht geht ansonsten automatisch nach 15 Minuten von selber aus. Natürlich könnt ihr die Pilzlampe auch viel schlichter gestalten. Ich habe als zweite Variante hier noch einen goldenen Pilz gemacht. Da sprüht ihr die Schüssel gleichmäßig mit goldenem Sprühlack von innen ab. Auch wieder außen vorher die Schüssel abkleben und anschließend gut trocknen lassen. Ist also eine ganz einfache Möglichkeit. Dadurch, dass die Schale oben auf unserem Licht nicht fixiert wird, sondern nur aufliegt, könnt ihr natürlich auch mehrere Schalen gestalten. Zum Beispiel, wenn ihr gerne mal umdekoriert, dann macht das natürlich Sinn. Und jetzt noch ein Tipp am Rande. Ich zeige euch natürlich das auch noch mit dem goldenen Pilzkopf. Nehmt wirklich so ein Nachtlicht. Das erleichtert euch das Ganze enorm, denn manche benutzen Bewegungsmelder, die funktionieren aber nicht, wenn Sprühlack in der Schüssel ist, dann sieht das Gerät die Bewegung nicht. Und ich finde, Lichterketten sind natürlich eine schöne Alternative, aber ihr müsst an den An- und Ausschalter kommen und der liegt dann irgendwo unterm Deckel. Das ist für ein Nachtlicht, finde ich, nicht so praktikabel. Auch hier nochmal die Betonung, es ist ein Nachtlicht, das heißt, wenn ihr jetzt für Schlafzimmer eine Lampe sucht, zum Lesen, dann würde ich euch eher zu einer anderen Lampe raten, denn hier habt ihr einfach nicht genug Licht. Macht aber sonst fürs mal kurz nachts aufstehen oder beim Einschlafen ein wunderschönes Ambiente. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch sehr gerne einen Kommentar oder einen Daumen hoch da. Gerne dürft ihr auch kommentieren, welche der beiden Lampen euch persönlich jetzt besser gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mögt, und dann sehen wir uns beim nächsten Video hier wieder. Bis dahin, ciao!